Produkterklärung für die Moka Original Lack-Spraydose Brillant Blau für eine Zündapp-Modelle. Hier ist eigentlich nur kurz zu erklären, dass das Original aus dem, vom Erstausrüster produziert wird, nach Originalrezept. Allerdings muss man ganz klar auch dazu sagen, dass gewisse Inhaltsstoffe verboten sind, wie zum Beispiel Blei. Blei, da ist dann einfach ein Ersatz in das Rezept dann hineingekommen. Ihr dürft jetzt aber eins nicht vergessen, wenn ihr euer Fahrzeug, wenn es 40 Jahre alt ist, selbst wenn es nur 10 Jahre alt wäre, dann habt ihr nie mehr den Originalfarbton. Das heißt, die Pigmente zersetzen sich teilweise, selbst wenn es nicht der Sonne ausgesetzt war, was natürlich der größte Faktor ist, ist die UV-Strahlung. Also erwartet nicht, dass wenn ihr das jetzt auf euer 30, 40 Jahre altes Fahrzeug als Beilackierung benutzt, dass da keine Farbunterschiede sind. Nichtsdestotrotz ist es genau so produziert heute, wie es vor 40, 50 Jahren an Zündapp ausgeliefert wurde. 1:1 in dem Farbton. So viel zum Thema Qualität made in Germany vom Moka Qualitätslack. Moka haben wir aus dem Grund drauf, da wir das Originallogo für diese Farbe nicht nutzen dürfen, sprich Zündapp oder auch der Hersteller. Aus dem Grund ist hier Moka drauf.